Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel. Ich begrüße beide Trainer hier oben. Ole Werner, Sie haben das erste Wort. Ja, moin moin von meiner Seite. Wir haben heute, glaube ich, ein hochspektakuläres Spiel gesehen mit dem besseren Ende dann am Ende oder mit einem guten Ende für uns, so muss man sagen. Ich ärgere mich sehr über die Nachlässigkeiten, die wir uns erlaubt haben in den 90 Minuten. Wenn man sich die Entstehung beider Gegentore anguckt, wenn man sich auch anschaut, dass wir einen Elfmeter in der ersten Halbzeit dann zu einem Überfluss auch noch verschossen haben, dann ärgert mich das sehr, weil ich glaube, dass insgesamt mehr möglich gewesen wäre als der eine Punkt. Vom Spielverlauf müssen wir trotzdem glücklich sein, dass wir den noch geholt haben. Das ist auch das, was ich vor allem mitnehme aus dem Spiel, nämlich, dass wir bis zur letzten Minute dran geglaubt haben, dass wir auch mit anderen Mitteln als unseren üblichen zum Erfolg kommen können. Und bezeichnend ist dann, dass der Salih Özcan, der den Elfmeter in der ersten Halbzeit verschießt, bis zum Ende dran glaubt, beide Tore noch vorbereitet und dann im Endeffekt für einen Punktgewinn auf unserer Seite mitsorgt, der sehr, sehr wichtig für uns ist, sowohl in der Tabelle als auch für den Kopf, für die Moral. Haben in der ersten Halbzeit eigentlich vieles richtig gemacht, haben nach einer Viertelstunde ein bisschen Zugriff aufs Spiel verloren und sind dann eben oder haben den Gegner dann eigentlich durch viele Ballverluste aufgebaut. In der zweiten Halbzeit war das Spiel, glaube ich, so, wie man es erwarten konnte. Wir haben versucht, auf dem Ausgleich zu spielen, leisten uns dann den nächsten kapitalen Fehler, der zum 2-0 führt, und dann rechnest du eigentlich nicht mehr damit, dass du wahnsinnig viel mitnimmst. Und nochmal, dennoch haben die Jungs speziell dran geglaubt, ist komplett durchgezogen und sich am Ende des Tages dann zumindest mit einem Punkt dafür belohnt. Vielen Dank. Danke, Ole Werner. Trainer, was nehmen wir mit aus diesem Spiel? Ja, ich glaube, wir können sehr viel mitnehmen. Die Mannschaft hat gefeiert. Das, was wir natürlich, das Mindeste, was wir verlangen. Und das hat sie heute bis zur 92.59 Minute gemacht. Ja, die Mannschaft hat nichts zugelassen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir schon eine Großchance und schon frühzeitig 1-0 in Führung gehen können. Ja, und dann machen wir das Tor, wir halten den Elfmeter und in der zweiten Halbzeit ist 2-0. Eigentlich ist das dann ein Spiel, wo du sagst, okay, jetzt funktioniert es, jetzt geht es, jetzt glaubt die Mannschaft an sich. Und dann war natürlich klar, das 2-1 war so ein bisschen wieder, wo die Mannschaft den Mut verloren hat, wo sie dann nur noch nach hinten verteidigen wollte, das Tor verteidigen. Ich glaube, wir hätten in ein oder anderen Konter- oder Umschaltsituation einfach besser dann ausführen müssen, dass wir das dritte Tor machen. Und da sieht man, dass die Mannschaft aber nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt. Und trotzdem hat die Mannschaft heute, glaube ich, wieder alles reingeworfen, körperlich. Sie hat gefeitet, wir sind marschiert. Und das ist das, was wir sehr positiv rausnehmen können, dass das ist, was wir jede Woche abrufen müssen. Und dann bis zur letzten Sekunde wach sein. Danke. Danke, Coach. Gibt es Fragen eurerseits? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns bei unseren Gästen, wünschen eine gute Heimreise. Vielen Dank. Und bedanke mich auch bei Ihnen. Schönes Wochenende noch. Bis bald. Tschüss. Dankeschön.